Hallo Leute und willkommen zu Skyrim, wo ich geschubst werde. Hab ich das ungute Gefühl? Wo müssen wir hin? Ich glaube, das war gar nicht das, was wir. War das zufällig gar nicht das, was wir machen sollten? Kommst du hoch hier? Hops, hops, hops. Uff. Das war aber der Banditenanführer, oder? Oder wo müssen wir jetzt hin? Karte? Nein. Das war nicht. Nein, das war die falsche, oder? Das war die. War es echt die falsche Mission jetzt? Also gar keine Mission, meine ich. Oh, nein. Ich quäle mich da jetzt echt ein paar drum und dann bringt uns das nicht mal in der Mission weiter. Da hättet ihr aber auch früher was sagen können, Mädels und Jungs. Ich habe sowieso keine Zuschauer. Da kann ich sagen, was ich will. Doch machen, was ich will. Magika wollten wir verstärken. Gut. Und wir gehen auf einhändig und verbessern das jetzt zum 400. Mal. Und wir speichern. Haben wir übrigens auch noch nicht gemacht, seitdem wir gewonnen haben. Ups. Ups. Gut. Na gut, dann tun wir so, als wäre das nichts gewesen. Als wäre das mal so ein kleiner Zwischenstopp für nebenbei gewesen. Und setzen unseren Weg fort, um die silberne Hand endgültig fertig zu machen. Es hat mich auch irgendwie gewundert, dass der nicht zur silbernen Hand gehört, aber ich dachte, das muss so. Ja, Genie, Genie, Genie. Also weiter hier lang. Ich habe Angst, dass hier irgendwie so ein Riesentroll rauskommt oder so. Gegen den habe ich ja auch keine Chance. Noch so ein Kampf muss echt nicht sein. Stimmt, wie sind wir denn? Aha. Haben die uns schon entdeckt? Ja. Toll, Wilkas, toll. Die haben uns schon gesehen. Aber da ich mich verstecke und mit meinen überragenden Fähigkeiten nicht zu sehen bin, wenn ich. Wilki. Versau's nicht, okay? Versau's nicht. Ich bin versteckt. Wilki! Aus! No. Und ich kann auch kämpfen, ja? Komm. So, Wilki, habt ihr geholfen. Zwei sind schon mal erledigt. Ich guck mal, was die so dabei haben. Vielleicht haben die ja irgendwas Nützliches, was uns helfen kann. Zum Beispiel Elfenfalle. Gold. Krankheitsheilung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Eisenfalle. Ja, Eisenfalle nehme ich doch immer. Was hast du so? Gold, natürlich. Gold ist immer schön. Gut. Aha, da müssen wir rein, ja? Ich denke, wir haben jetzt auch. Da brennt Licht drinne. Brennt da Licht drinne? Was geht da vor sich? Okay, Wilki, bist du bereit? Gut, dann stürmen wir die Festung. Attacke! Loading Screen. Dum, 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 dum. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Der Loading-Screen könnte jetzt echt mal vorbeigehen. So ganz ehrlich. Oh, ich will die Aufnahme nicht stoppen, weil wenn ich drinne bin, dann geht's wahrscheinlich gleich los, voll actionreich und so. Ja, gut, naja, na, wenn ich meine zwei, drei Zuschauer behalten will, dann muss ich wohl den Loading Screen überspringen oder erzähle euch einen Witz. Ich erzähle euch einen Witz. Ich kann keinen Witz, also breche ich kurz ab. Einen Moment. Hallo Leute, ich bin zurück und hier ist nichts passiert, wenn Wilkas nicht noch lauter ist. Okay, wir sind hier bei der silbernen Hand drinne. Wow, und ich habe Waffen, ja. Ich habe Waffen.
Möchte aber lieber wieder auf Flammen umsteigen. So, und wir gehen hier mal durch. Wir speichern mal lieber. Sonst müssen wir den nächsten Loading Screen wieder über uns ergehen lassen. So, und was erwartet uns? Nichts. Eine erneute Treppe. Was erwartet uns dieses Mal? Nichts, nur eine Tür. Aber da drin wird es richtig zur Sache gehen. Richtig derbe zur Sache. Also, jetzt noch einmal, Wilki. Attacke! Okay. Noch haben sie uns nicht bemerkt, obwohl die Tür aufgegangen ist. Sehr aufmerksam, die Burschen. Zwergenbogen. Und ich wette, jetzt, wo ich meinen Pfeil anlege, werden sie uns bemerken. Okay, noch haben sie uns nicht bemerkt. Einmal. Okay. Wilki, ich hoffe, du bist bereit. Denn jetzt geht es um um Leben und Tod. Stirb einfach, stirb. Okay, ich sollte auch auf Waffen umsteigen vielleicht. Nehmen wir das Elfenschild und die Vulkanstreitaxt. Ja. Guck mal, Wilki, während du gestolpert hast, habe ich sie fertig gemacht. 18 Zwergenpfeile, Gold, schlagende Rüstung, haben wir gleich mal übersprungen. Okay, wir heilen uns erstmal. Heilen ist nämlich gesund, Wilki, das musst du wissen. Man kann nicht einfach immer wie eine Horde Wölfe drauf losstürmen und angreifen. Man braucht manchmal auch einen Plan, weil auch eine Horde Wölfe nichts gegen zwei Horden Wölfe ausrichten könnte. Ich habe da keine Ahnung, was ich hier laber. Aber ich muss erstmal gucken, was hier so drin ist in dem Mädel. Also so an Sachen, meine ich. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Mir ist nämlich irgendwie wieder so. Oh, wir müssen leise sein. Hier könnten ja überall noch weitere Leute stehen. Aha, aha. Hier ist irgendwas. Irgendeine Hand. Eisenpanzerhandschuhe. Wahrscheinlich geht es da lang, wo du gerade lang gehen willst, Wilki. Aber hier geht es auch noch lang. Es könnte natürlich auch hier lang gehen. Ich weiß nicht, das ist doof. Sieht fast so aus, als wenn es hier lang geht. Egal, jetzt gehen wir nicht nochmal zurück. Wir nehmen die Todesglockenblume. Beschädigtes Buch. Wir brauchen schon ein beschädigtes Buch. Ups. Ich hoffe, das hat niemand gehört. Okay, das gibt kein Pardon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, Wilki! Aufgepasst, Entschuldigung. Aufgepasst, Wilki, Bruder. Werde ich. Ihr wollt zu den Dorf gehören, Bruder. Ja. Aufgepasst, Bruder. Wow, ich habe einen Finisher. Einen Finisher. Ich habe mein Schwert durch seinen Rücken gerammt. Ist das voll feige von hinten angreifen und so, ne? Aber der hat auch nicht angeklopft und gesagt, Achtung, ich komme jetzt. Hat er nicht gesagt. Der stand auf einmal da. Was ist das denn? Ein Trankmischerbeutel? Kaniswurzel? Ein D3-Herz. Boah. Not bad, not bad. Ist hier auch noch irgendwas? Oder sind das alles nur beschädigte und verbrannte Bücher? Scheint ganz so. Gut. Aber irgendwie nehmen mir die Waffen total die Sicht. Ich habe hier so ein eingeschränktes Sichtfeld. Wir sollten etwas leiser sein und ein wenig schleichen. Das wird unseren Schleichfähigkeiten ja auch gut tun. Oh, hier sind so viele Regale, aber meistens ist da nur nutzloses Zeug drin. Und wenn dann da mal was Wertvolles drin ist, werde ich das auf jeden Fall übersehen. Weil eben sonst nur nutzloses Zeug drin ist. Zaubertrank, ja. Habe ich den jetzt genommen? Nein. Nimm ihn. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ganz leise und langsam. Wir können mal speichern.
Sonst wird das hier wieder zum Desaster. Zum Desaster. Und das muss es ja auch nicht unbedingt. Okay, wir gehen noch eine Tür. Oh, Wilki. Und stirb. Sehr schön. Ja, ja, lenk du ihn ab. Ich mach ihn fertig. Ich schaff das schon. Ich schaff das, Wilki. Vielleicht einfach umdrehen. Wäre nur so eine Idee von mir. Ich weiß nicht, ob dir das dem großen Kämpfer Wilki Wilkas hilft. Also, ich habe ja keine Ahnung. Stirb jetzt. Wilki? Toll. Hast du toll hinbekommen. Wie wär's, wenn du dich wirklich mal wehren würdest? Du oller Wolf, du. Oh. Gibt's doch gar nicht. Ich klopf auf ihn ein und klopf auf ihn ein und Wilki, der schläft auf dem Boden und während er noch stand er halt da, dem Feind den Rücken zugedreht. Wie wär's, wenn er einfach mal mitkämpfen würde? Ich glaube, das wäre schon irgendwo eine Unterstützung. Ich meine, ich bin ja froh, dass er überhaupt da ist. Wir brauchen ja auch nicht schleichen eigentlich. Die sehen uns so oder so. Vicky. Oh Gott, wo kommst du denn her? Ruhig, ruhig, Junge, ruhig. Okay. Malakath ist der liederische Prinz der Flüche und Verstoßenen. Viele Orks verehren ihn als ihren Großkönig. Was mache ich denn jetzt? Das Timing beim ersten Mal war viel besser. Hätte Wilkas noch ein wenig mitgekämpft, wäre das gar nicht schlecht geworden. Komm, Wilki, komm her. Komm her. Gib Hundefutter. Fein. Sie ist nicht da. Guck mich nicht an. Ich lock sie mal her. Stirbt einfach, stirbt. Wilki, mach ihn fertig. So, lass dich von mir nicht stören, okay? Nun, schlag doch zu! Er macht nichts! Okay, Wilki scheint schon wieder außer Gefecht zu sein. Frostbissgift, okay, nehmen wir das einmal. Dann nehmen wir noch der kleinen Heilung einmal und der kleinen Heilung nochmal. Und bevor ich wieder zum Angriff komme, bin ich schon wieder fast fertig. Ey, das geht gar nicht. Haben wir noch irgendwas in der Art? Ausdauer wiederherstellen. Der starken Heilung haben wir noch. Okay, dann machen wir. Yep, das war's dann wieder für mich. Wilki, du lass dich nicht stören. Es ist alles in Ordnung. Ich würde mich auch ausruhen, wenn mein bester Freund gerade seinen Kampf des Lebens, also Kampf um Leben und Tod bestreitet und. Ja, dann würde ich mich auch erstmal auf den Boden setzen und dann. Puh. Ganz schön anstrengend im Moment. Genau so würde ich das tun. So. Wilki, ich hoffe, du bist bereit. Ihr gehört mir. Wilki. Wilki, pass auf. Wilki. Ey.
Bitte mach doch jetzt mal mit. Bitte, einmal. Ein einziges Mal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, wir brauchen Waffen. Nehmen wir als erstes Streitaxt des Schwundes. Ja, das bringt ein wenig. Vulkankriegsaxt und Vulkanglasschwert. Dann nehmen wir Zaubertränke und zwar der gesteigerten Ausdauer. Ausdauer wird für 300 Sekunden und 20 Punkte. Mhm. Dann nehmen wir der Feuerresistenz, der Ausdauer brauche ich im Moment nicht. Wundertrank der Tarnung, Skoma, schwaches Gift, Frostbissgift. Ja. Und ansonsten des Berserkers brauche ich alles nicht. So, jetzt ist mein Leben schon wieder fast zur Neige gegangen. Ausdauer wiederherstellen. Genau, machen wir das einmal. Machen wir einmal der starken Heilung und noch einmal der starken Heilung. Dann machen wir nochmal die Ausdauer. Blub, blub, blub. Schön, Wilki, dass du wieder mitkämpfst. Okay, ich habe wieder nur... Uiuiui, da habe ich aber im richtigen Moment gestoppt. Der Heilung, der Kleinheilung, der Kleinheilung. Das war es, glaube ich, mit Heilung, oder? Sehr schön, Wilki, sehr schön. Endlich hast du auch mal was vollbracht. Puh. Anstrengend, anstrengend. 5. Und heilen, 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 heilen. Fertig geheilt. Gut. Danke, Wilki, dass du ausnahmsweise mal mitgeholfen hast, im richtigen Moment. Wir haben zwar all unsere Tränke, also ich, all meine Tränke verbraucht, aber wir haben es geschafft. Lass mich bitte durch. Gut, wo sind wir denn hier? Ich glaube, wir kommen der Sache schon immer näher. Wäre ja auch komisch, wenn wir uns immer weiter davon entfernen würden. Hops. Hier geht's weiter. Es wird eine spannende Angelegenheit im nächsten Part. Genau. Deswegen beende ich die ganze Sache jetzt hier. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.